Chapati, Fladenbrot aus Weizenmehl. Backt dieser Stand jeden Morgen für seine Kunden im Armenviertel Kangemi in Nairobi, Kenias Hauptstadt. Ein typisches Frühstück. Doch die Menschen hier können es sich kaum noch leisten. Es ist teuer geworden. Ich muss das Doppelte bezahlen. Das Leben ist extrem teuer geworden. Chef Samuel Mosse betreibt die kleine Bäckerei mit 4 Angestellten. Die Preise für Weizenmehl und Sonnenblumenöl haben schon länger angezogen. Doch jetzt wird es noch schlimmer, befürchtet er, wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wir verfolgen den Krieg, denn wir müssen wissen, was passiert. Einige der Produkte, die wir verwenden, kommen aus den beiden Ländern. Jeder, die ganze Welt, macht sich Sorgen. In Kenia stammt rund ein Drittel des importierten Weizens aus Russland und der Ukraine. Die Weltmarktpreise für das Getreide sind bereits massiv gestiegen. Das spürt auch diese Firma, die Brote für Supermärkte backt. Die Sorge, das globale Angebot wird kleiner, der Preis steigt weiter. Und ärmere Länder können sich den Weizen dann kaum mehr leisten. Die Situation ist beunruhigend. Denn nicht nur der Preis, sondern auch die Verfügbarkeit ist ein Problem. Wir sehen, dass viele Zulieferer schon ihre Verträge kündigen. Doch ein Land verfügt über große Reserven: China. Rund die Hälfte der weltweiten Lagerbestände hat die Volksrepublik in ihren Speichern, schätzen Analysten. Eigentlich, um ihre Bevölkerung sicher mit Lebensmitteln versorgen zu können. Die Befürchtung, China könnte die Weltlage geopolitisch nutzen. China hat genug Reserven, um damit auch einzelne Länder, ärmere Länder, etwa in Afrika, mit Lebensmittellieferungen zu unterstützen. Die Kommunistische Partei ist sich darüber im Klaren, dass sie damit einen Hebel haben und auch ihren Einfluss erweitern kann. Seit Jahren engagiert sich China verstärkt auf dem Kontinent, baut Straßen, Häfen und Zugstrecken, wie hier in Kenia, vergibt dafür auch Kredite an die afrikanischen Staaten. Im Gegenzug erhält es Zugriff auf Afrikas Rohstoffreichtum und Zugang zu den Märkten. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis könnte noch stärker werden. In der Bäckerei in Nairobi müssen sie schon jetzt alles erwirtschaftete Geld für den Kauf von Weizen und Speiseöl ausgeben. Wenn die Preise weiter steigen, werden sie hier bald schließen müssen. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch einiges mehr.